Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge mit Yoshi's Crafted World. Ja, wir haben im letzten Part dieses Flip-Flap-Flop, ich muss das nochmal kurz lesen, damit ich das zusammenkriege, angeschaut und war ein interessantes Level. Teilweise ein bisschen sehr tricky, mit dem ganzen Klebstreifen hier und alles. Aber wir machen weiter mit Solar Zoom. An der Stelle, wie es aussieht, müssen wir hier ein Auto steuern. Okay. Und haben hier so ein Solarpanel. Und müssen das dann hier links und rechts steuern, um und ins Ziel kommen, sowie auch wunderschöne Items sammeln. Mal kurz lesen, was hier passiert. Startet den Sieg mit dem Solarauto. So, im Sonnenstrahl fährt er schneller, im Schatten langsamer. Bewege Yoshi nach links und rechts, um die Fahrspur zu wechseln. Okay. Wenn ich erster Platz bin, dann gibt es dafür hier fett drei wunderschöne Brinselungen hier. Oh. Okay, ich verstehe. Oh. Okay. Ich habe das schon. Ich habe schon kapiert, das System. Yeah. Oh, da hat mich gerammt. Deine Sau. Kann doch nicht machen. Oh. Der eine ist ja ein absoluter Gott, der da rumfährt. Okay, verstehe. Aber schnell rüber hier. Ja. Ah, jetzt hier Booster. Yeah, Boost. 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 Woo, sehr schön. So weit, so gut. Oh, oh. Komm, Papierflieger. Papierflieger sind keine gute Sache. Oh, oh. Aha. Ha. Oh, nee. Einen habe ich übersehen. Oh, nee, da war ja schon ein großer Papierflieger wieder. Och, nö. Okay, ich muss schon sagen, die Idee ist interessant. Wenn auch ein bisschen knifflig jetzt hier gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich den großartig noch einholen kann, den in Rot. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit abwerfen. Ich bin viel zu sehr fixiert darauf, erstmal die Gegebenheiten ein bisschen abzuchecken. Ich glaube, ich werde da eh mehrere Runs brauchen an der Stelle. Oh, der Rote hat den Roten hat sie an der Stelle zerlegt. Ach komm schon. Oh, das war jetzt nur unfair. Das war jetzt nur gemein. Eigentlich müsste ich jetzt nicht mal so großartig aufpassen jetzt an der Stelle. Nein! Egal. Aber was mir eigentlich am wichtigsten war, mit vollem Leben durchzukommen und rote Münzen und sowas, das war mir erstmal wichtig. Von dem her, der erste Platz ist jetzt erstmal zweirangig gewesen an der ganzen Geschichte, ironischerweise. Wir haben auf jeden Fall eine von zwei Blumen, die ich normal finden kann an der Stelle erbeutet. Ist aber ein schönes, schön kurzes Level, also machen wir das gerade nochmal. Sollten wir einfach nochmal probieren. Ich denke, wir müssen noch uns auf die eine fokussieren. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich die verpasst habe. Das wird nämlich genau... Was will denn der jetzt von mir? Normalerweise ist es so optional. Wie hat dir Frohsinnstag gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ich hätte gehofft, man könnte mir vielleicht etwas besorgen. Ich würde dir folgendes. Flaschenhüte. Besteht aus Plastikflaschen. Wasser macht dir also nichts aus. Einfach mit einem Ei bewerfen. Eigentlich kommen diese Dinger erst so optional, dass ich die Leute erstmal ansprechen muss, bis es mal kommt. Aber diesmal haben die schon gesagt, Alarm, Alarm, ich habe da was ganz Wichtiges, das muss ich dir zeigen. Ja, ja, such mir mal dieses Ding zusammen hier. Normalerweise kommt das eigentlich nicht. Naja, gut. Noch einmal eine Runde mit dem Solarauto hier. Ja, freut
freue ich mich ein bisschen drauf. Na, gucken wir mal. So, die Frage ist, ob das mit Stampfattacke noch mal ein bisschen komfortabler geht an der Stelle. Ah, ist leider schon weggerast, der Kleine. Schöne ist, er baut wenigstens auch selber Fehler, der Rote. Weshalb ich dann trotzdem noch mal irgendwie den aufholen kann. Diesmal gebe ich mir keine Mühe mit dem Ding. Stattdessen gebe ich mir Mühe mit den Teilen hier. Guck natürlich, dass ich hier immer schön Sonne habe. Bekommen. Ich kann mir halt denken, dass es da bei dieser Strecke, wo man überdacht sozusagen fahren muss, dass man dann an der Stelle ein bisschen aufpassen muss. Ein bisschen aufmerksamer sein muss. Ja, genau, da muss man mit Papierfliegern hier an der Stelle. Ja, zum Glück alles halb so wild. Was sehr angenehm ist an dem Modus an der Stelle, an diesem Level an der Stelle, ist, dass es doch sehr entspannt ist, weil Yoshi automatisch schon ein bisschen ausgleicht, sobald ich nach links oder rechts steuere. Allerdings manchmal ist das auch ein bisschen störend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist aber nicht mal so schlimm, sag ich mal. Also die Ideallinie ist jetzt an der Stelle gerade schon nicht schlecht. Soll er ruhig da durchfahren, ist mir gerade egal. Bei dem silbernen Untergrund sieht man das nicht so besonders. So, hier sehe ich das an der Stelle. Ja, genau, da ist er. Und hier schnell rüber. Yeah, sehr gut. Genau das habe ich nämlich gesehen, dass man da hier durch muss. So, und jetzt will ich gerne als erster durchs Ziel. Okay, das war ziemlich cool. Ersten Platz gemacht, ganz souverän. Und da torkelt der Rote hinter mir her. Habt ihr nicht erwartet. So, sehr schön, sehr gut. Cooles Level auf jeden Fall. Ich bin jetzt nur allerdings gespannt auf die umgekehrte Fassung. Da wird es wahrscheinlich eher darum gehen, dass wir kein Rennen fahren, sondern an der Stelle werden wir wahrscheinlich unterwegs die ganzen Schnuffelchen sehen und müssen die entweder überfahren oder mit dem Ei bewerfen. Mal gucken. Machen wir einfach mal an der Stelle. Und tatsächlich sind da andere Autos involviert. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Das Ganze in Spiegel sozusagen, wenn man so will. Ja. Buchstäblich in Spiegel. Aber ich bin mal gespannt. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob irgendeiner von den Schnuffeln hier im Auto sitzt, vielleicht sogar. Ah, die sind auf dem Auto. Aha. So, und wie kriege ich die jetzt ohne Eier? Muss ich einfach nur die Leute rammen oder was? Ja, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Ich habe jetzt die Eier natürlich verpasst. So. Aber das ist zum Glück nicht so ein Mega-Problem. Torkel ein bisschen hinterher, aber alles gut. Alles gut. Wow. Wo kommst denn du her? Oh nee, habe ich verpasst. Ah. Falsche Seite. Yeah. Okay. Fehlt uns eigentlich nur noch ein Schnuffel. Müssen wir nur noch ins Ziel fahren und dann hat sich's. Kannst du noch einer bestimmten Zeit schaffen? Okay. Ja, fahr doch mir hinten rein, ist mir doch gerade egal. Oh, der Rote ist natürlich hier ganz schön weit unterwegs. Nope. 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 Und tschüss.
Schön abgezogen den einen. Also überhaupt Unterschied, welche ich an der Stelle nehme. Boah, ein bisschen frech sein an der Stelle. Okay. Ah, meine Gelegenheit. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh ja, sehr schön. Jetzt noch ins Ziel. Puhuhu. Sehr cool. Auf jeden Fall ein cooles Level. Auch für diese Schnuffel-Variante an der Stelle. Hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich das mir viel blöder vorgestellt. Dass die irgendwie an der Seite irgendwo stehen und man muss die dann in dem Moment, wo man vorbeifährt, abwerfen. Aber so, wenn die auf den Autos unterwegs sind, wenn es klar ist, wo die sich befinden, dann ist das eigentlich eine coole Sache. Gefällt mir. Du kommst nie ins Ziel. Nein, Kollege. Nein, wir machen mit dir hier. Leider ist er doch als erster durchs Ziel. Ist egal, ist egal. Es kenne ich Mario Kart. Aber auf jeden Fall ein cooles Kart-Level. Sehr schön. Schön war's. Ja, das Solarsum. Ich wünsche mir, da gibt es nochmal so ein Level damit. Aber was ich an dem Spiel eigentlich ganz gut mag, ist, dass es neue Gimmicks zeigt und neue Gimmicks einführt, die aber nicht allzu lange bleiben. Aber gerade so lange, dass man mit denen warm wird und sich denkt, ha, das war doch cool. Aber nicht so viel, dass man sich denken würde, irgendwie nervt mich das allmählich. Apropos, nervt mich ein wenig. Jetzt muss ich an der Stelle die ganzen Gegenstände hier im Hintergrund finden, die es bei den Leveln versteckt gibt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Yoshi's Crafted World, wenn wir dann zum Schummerland gehen. Schummerland, okay. Und in dem Sinne, ich hoffe, euch wiederzusehen in der nächsten Folge und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das guckt. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.